Willkommen zurück zu Medieval Total War. Mit unserem miserablen Angriff im letzten Part. Haben jetzt hier unten an Boten verloren, Alexandria und Kairo. Ja, was wären dann die nächsten Schritte? Tripolis. Entweder bereite ich eine neue Angriffsstreitmacht vor, um das wieder zu erobern. Oder ich def mich hier weil bis ich. Wie viel Knete kriege ich eigentlich? Bisschen was. Wir müssen auch noch unseren Kreuzzug hier umschlagen. Gott ist mit uns, Männer! In die Schlacht! Wie sieht denn eigentlich aus? Ah, hier sind Elite-Soldaten drin. Okay. Zurückziehen. Eure Befehle, edler Herr. Belagerungsgeräte, genau. In Gottes und eurem Segen ziehen wir in die Schlacht. Kanonen dabei, aber Belagerungsgeräte könnten wir schon mitnehmen. Die Armee meldet sich zur Belagerung, wenn wir den dann letztlich angreifen werden. Seid ihr sicher, dass ihr... Eure Befehle, edler Herr. Dabei, oder? Wir werden sie ehrenhaft bekämpfen, Herr. Nee. Na, schade. Sind wir denn nicht ein... Kreuzfahrerstadt in Kreuzzug, nein, ich geh nicht mit. Ignorante Bastard. Eure Befehle, edler Herr. Beim ersten ja, Sonnenstrahlen marschieren wir weiter. Expeditionstrupp nach Amerika. Ich könnte eure Befehle, edler Herr. Ein paar Verstärkung schicken, sehe ich gerade. Eure Majestät, so ein bisschen Befehle, vorwärts! Morgen machen wir weiter, mein Herr. Wir sind doch schon Karabinen, ja. Ich kann heute komisch, nicht mehr weiter. Ich da fahre morgen fort, mein Herr. Ja, Mongos. Kairo haben sie doch in Ruhe. Ungläubiger. Ungläubiger. Ah, da kommt mir gleich wieder der Kalif aus Stronghold. Der hat auch nur einen Satz. Ein Wort. Ungläubiger. Eure Majestät, mein Herr. So. Eure Befehle, edler Herr. Achso, ich darf ihn gar nicht rein. Er bleibt einfach hier stehen. Eure Befehle, oder edler Herr. Oder ihr könnt da. Gott ist mit uns, Männer. In die Schlacht. Ja, natürlich könnt ihr nicht mitmachen. Dann warten wir noch eine Runde. Dann könnt ihr ja nicht mehr schicken. Ja. Ah, ja, Herr, okay. Jetzt treffen wir auf so, den Feind! Hier die Rebellen hier klar machen. Dann macht es mal. Der Tag gehört uns, Herr! Apropos, der Feind ist besiegt! Ich hab ja noch etwas dort vergessen, können wir nicht hingehen. Vergesse. Wie ihr wünscht, wir greifen an! Timerchen. Befehle? Ja. Na komm. Abrücken! Mal noch ein bisschen heute ziehen wir nicht weiter. Heute ziehen wir nicht weiter. Aber morgen. Oder übermorgen. Oder gar nicht. Feuerballisten. Ach, Feuerballisten. Jetzt bin ich auch wirklich ein Stronghold. Ballisten. Ja, wahrscheinlich nicht hilfreich. Bessere Bogenschützen wären besser. Ja, dann bauen wir sie halt mal. Bessere Bogenschützen. Oder kann ich hier oben... Hier oben könnte ich schon bessere Armbrustschützen wenigstens bauen. Venedig fällt sich auch ziemlich ruhig. Im Gegensatz zu den letzten Male, wo sie mir so penetrant am Sack gegangen sind. Ah, hier kommt eine Angriffstruppe nach Kairo. Eure Befehle! Diesen Kurs können wir nicht. Fahren wir zuerst nach Südamerika. Ja, mein Herr. Oder, ja, wir fahren zuerst nach Südamerika. Da ist eine kleine Provinz und dann machen wir in den Norden. Bis wir dann irgendwann mal bei den Azteken anklopfen.
Wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube nicht, dass Kairo so bei... Na komm. Geben wir ihnen noch Schwerkämpfer-Milizen. Vielleicht kann sich Kairo halten und Kairo selber zum Gegenschlag ausholen. Wäre natürlich auch... Pornos. Befehle? Ja, ich hab Porno gesagt. Marschiert! Schließen die Truppen zusammen, mein Herr. Milizen so und Schützen. Ah, jetzt mal so gucken, ob wir irgendwo starke Einheiten hätten. Was ich bisher auch mit dem Baum mache. Die beste Infanterie. Nicht. Verbesserten Plattenrüstungen. Wie bringt der 315? Ne? Dann nicht. Ich würde jetzt ein bisschen koordinieren angehen. Bewässerung. Wir haben doch hier auch noch so eine kleine Provinz. Genau hier. Ah, da darf man jetzt endlich mal die volle Ausbreitung genießen. Timbuktu. Da kriegt erstmal eine Verwaltung. Ja genau, danke England, dass du deinen Ausstau bewegt hast und meine Verstärkungsarmee da hingehen darf. Dänemark. Was will denn der Däne von mir? Gar nichts. Pionier der Malerei. Alles klar. Eure Majestät. Hier sind. Ja Herr, jetzt treffen wir auf den Feind. Belagern also ich dürfte auch noch Belagerungsgeräte mitnehmen, dann nehmt noch los. Und sie schnappt sich hier eine Leiter und dann hoch damit. Ah, 5, okay. Na, die sollen wir die Mauern stürmen, mein Herr? Wie sieht's denn hier aus? Das sieht eigentlich gut aus. Bauen wir einen Kanonenturm, wenn der steht? Also es... Ich bin jetzt sehr sozial von euch Mongolen, dass ihr mir Befehle? Da unten noch doch noch so viel Zeit gibt. Ziehen in den Kampf. Ja. Volle Segel. So, weiter das wird jetzt ein bisschen nicht, mein Herr. Paar Runden dauern, bis der da drüben ist. Eigentlich müsste ich ja 3 Schiffe losschicken und 2 verlieren. Like a Columbus. Ah. Jetzt kommt mein der Angriff, der aber ich habe da jetzt schon einiges an Truppen. Ja gut, das heißt einiges. Ein bisschen was. Ja, er schickt auch ein bisschen was. Jetzt wird sich rausstellen. Eure Majestät. Eure Befehle, edler. So, jetzt treten wir mal erstmal den Franzosen gehörig in den Hintern. Ja, die schlagen wir jetzt einfach. Ich schlagen jetzt einfach, weil sonst jetzt haben wir die Himmel nicht geschlagen. Aber wenn es so 500 Truppen sind, das sind Elite-Kämpfer von den Franzosen. Ziemlich starke Truppen. Also von daher ist die Klasse hier... Also, Qualität gegen Quantität. Sollte ich nicht eigentlich... Ah, ich glaube, ich habe nicht gewartet, oder? Ah, egal. So. Pilger an die Mauern. Die freien Soldaten. Ja. Vor allem das sind glaube ich englische Soldaten. die Freisaßen hier. Oder auch französische, die haben ja die auch. Ja, Verwirrung. Verwirrung. So. Wenn wir die Stadt erobern, dürfen wir dann die Hälfte eigentlich alle fast wieder wegmachen, weil dann kommt der harte Abkieb. So, die Kanone zerstört die Tore. Die Pilger geben mal den Typen auf den Sack, auch wenn sie nichts können. Ihr macht hier ran. So, dann spare ich mir nämlich den Rambock, der bei mir immer down geht.
den Kanonen. Ich könnte auch die Mauern beschädigen, aber halt, solltest du unser Infanterie machen. Ah, wer kommt da hinten, der Feind her? Die Tore ach, sind die gefallen! Die Tore sind gefallen! Na, guck mal nach vorne. Achso, die sind auf Abruf. Ja, das ist halt, das Einheiten, so weil ich die nicht KI gesteuert habe. Haben wir halt auch nur bestimmt viele. Nicht mal. Ja doch, doch, das stimmt schon. Die kommen nach und nach raus. Was für Scherkung. An sich ist es cool, dass sie dann hier draußen steht. Das ist bei den meisten Toten was eigentlich nicht so. Da sieht man die nicht. Die kommen einfach irgendwo reingespawnt. Hier Wahnsinn. Bis sie ran dürfen. Also natürlich auch irgendwie. Gut, bei den neueren Total Wars hat man jetzt auch 40 Einheiten statt 20 Einheiten, die man in die Schlacht führen darf. Bei großen Einheiten, es war doch so klar, dass er brennt. Warum sollte der denn nicht brennen? Wo steht denn hier? Ah, einfach da auf. Unsere Männer haben die Mauern mit ihren Leitern erreicht. Ja, und die habe ich hier da hinten vergessen, die Bogenschützen. Darum. Los. Ihr drückt da nach. Ich glaube, die auch reinstoßen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie gut die Gegend hat. Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Aber unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. Sein, oder? Mal gucken. Bei der Gnade Gottes. Unsere Belagerungstürme sind an den Mauern. Unser Feind kann sich jetzt nicht mehr verstecken. Gibt's hier Einheiten im Wand zeigen? Verstärkung ist eingetroffen. Achso, das ist der Typ da. Nee. Preise den Herrn. Hm. Wir haben die Mauern des Feindes eingenommen. Nee, jo. Wenigstens noch nicht mal Verstärkung. Ich glaube, das ein oder andere Mal, wo die Verstärkung nicht da war. Tja, weil sie einfach keinen Bock hatte. Ja, das kennen wir auch noch. Wo ist eigentlich mein zweiter Belagerungs... Ah, da ist er. Hä? Warum macht ihr sowas? Oh, muss man nicht verstehen. Wie sieht's hier aus? Wie viel habt ihr zu verloren? Glaubt ihr gehabt? Hast ja aber sehr gut die Zahlen gemerkt. Ja, ich weiß doch. Und ich habe was Essentielles vergessen. Ich hätte nicht alle Leiter darauf stellen sollen. Ich brauche noch was um. Ja gut, da balle ich mich an. Ja, wobei. Wenn ich mir das so ansehe, hat er nicht eh alle? Nee, da. Da hinten sind noch Schwelle-Kaviristen. Nee, und muss ich die Kanonen, muss ich aufballen und dann immer. Punkt. Das habe ich jetzt nicht mehr bedacht, dass ich durch Leitern... außer ich fällt die Einheiten, dann könnte ich vielleicht die Leiter hier hinten aufbauen. So, drückt ihr mal hier. Was haben wir denn jetzt hier noch draußen? Die ganzen Armbrustschützen können auch schon mal hier rein. So, Pilger, ihr geht einfach mal hin. Ihr pilgert mal hin. Pilgert mal in die Stadt. Wo steht jetzt hier? Also, die stehen alle hier, okay. Wo steht hier? Ach. Hallo, Triebock. Oh, Fide. Mach das mal kaputt. Pilgert mal darüber und mach die Triebock kaputt. Ich dachte, die Pilger sind friedlich, die haben einen Stock in der Hand. Oder? Ne, die haben keinen Stock in der Hand, die haben ein Messer dabei. Ja, die haben ihr Brotzeitmesser mitgebracht. Obwohl sie ihren Stock haben. Oh ja, diese Details! Sind Details, ihr habt eigentlich einen Stock, ihr müsst eigentlich mit dem Stock kämpfen. Es gibt noch eine stärkere Version, die haben einen Knüppel. Oh ja.
von der Messe zum Knüppel. So, wir stellen uns einfach mal eiskalt hier. Ballern wir hier das kaputt. Oh, hier sind Ritter hoch. Und hier kommen noch ein paar Ortsritter. Hier sind die. Mach ich einfach ein. Versuch doch mal mit einem kleinen Messer gegen Kavallerie. Ich weiß, ihr schafft es. Vollstes Vertrauen. Warum glaube ich das auch noch? Habe ich hier hinten nicht Pilger hingeschickt, die das machen sollten? Ah, dann macht ihr das halt. Ihr dummen Engländer! Ihr seid kein Engländer! Oh. Sorry. Und die Engländer würden auch noch irgendwo rumstehen. Ja, wir können sie holen kaufen. Ah, ne, sind. Bon Dieu, ich will keine Engländer in meiner Burg. Naja, Franzosen. Kommt raus und kämpft! Ja, wirklich, ich hab dich. Ich hätte mir ein Messer am Kühlerwissen umgelegt. Wow. Ja, zu Gott nutzen. So, Kanübel. Bitte aufschießen der Mauer. Jupp, euch geht's gut. Dann können mal alle schön langsam hier reingehen. So, platziert euch mal hier hin. Ich war auch ein Ambrustbolzen, der sich verirrt hat. Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. Aber ich glaube, mehr als ein. Standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Sieg unser. Kommt. Langbogenschützen. F-Bogen, Freund. Ihr könnt da auch mal reingehen. Oh, was ist? Bröckelt eure Mauer. Kann ich aber auch nichts dafür. Und ein Mann, er setzt sich zu Wehr. Ne, das sind noch 8. Hey, die haben sogar einige. Wir haben genauso ein kleines Messer dabei. Diese Ausrüstung. Naja, wir sind auch nicht gerade gedacht gewesen, dass sie im Nahkampf gehen. Ja, wir haben sie dann in die scheiß Stadt reingelassen. Zum Lagern? Naja, das ist. Wir sind durch die feindlichen Mauern! Yay. In die Bresche für Ruhm und Sieg! Ja, Ruhm und Sieg! Vor allem für Sieg! Attacke! Aber wir nehmen sie jetzt von hinten. Überraschung, Franzose! Mon Dieu! Darauf haben wir gar nicht gedacht. Für dich schon wieder von hinten. Get wrecked! Was machen wir denn mit euch da oben? Ihr müsst da auch mal jemand runterkommen. Oder wir schießen euch einfach runter, wenn wir nicht runtergehen. Kanone! Neues Ziel. Hört eigentlich Explosionsmunition aus. Ich weiß gar nicht, ob die so effektiv war gegen Mauern. Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Aber ja auch gut sein. Unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. Na komm. Ladet die Kanone! Steck dein Ding rein und schießen. Auf ihr trefft auch. Oh ja. Hätte ich mal nachgucken sollen, wie Damage den normalen Kugeln machen. Aber das könnte man ja. Macht jetzt mal einen ohne Special Muni. 22. Also wenn es Gleichstock ist, hat es jetzt 44. Die normalen Kugeln sind besser. Ich mach gleich 44 Damage.
fliehen! Ihnen noch! Ausgezeichnet! Wir haben sogar die feindlichen Mauern durchbrochen! Ja dann, Kanone, du darfst dich hier begeben. Dann schießen wir das Tor auf. Ja, die Adelsritter sind schon ziemlich stark, da die Franzosen die stärkste westliche Kavallerie haben. Ihr könntet auch euch mal euren Arsch raufbewegen. Nein, ich hab da alles draußen. Ja, die Hampelschützen sind mir egal. Die Pilger kommen noch rein. Die Schwerkämpfer sind noch draußen. Ja, chillt euer Base mal. Ja, die waren nicht so blöd und haben... Die haben das Tor offen lassen. Ja, jetzt ist es zu, komischerweise. Ja, und ihr backt ein bisschen rum. Finde ich gut. Der feindliche General, dieser Feigling, beim Glanze des Himmels über uns. Unsere Männer haben den feindlichen General gefangen. Bewacht ihn gut, gebt dem Hund Wein und stellt sicher, dass er zusieht, wie wir den Rest seiner Armee besiegen. Ja, natürlich gebt ihm noch Wein, ja. Genau. So großzügig bin ich nicht. Gebt ihm nicht noch Wein. Oh, geil, Schatzern. In die Seite schießen. Ah, das tut bestimmt gut, hä? Ey, der komisch geguckt, ey, was wollen die Wichser da vorne? Ja, aber sonst, das müsste eigentlich am besten sein, wenn noch jemand von hinten angreift. Das ist eigentlich schon ein Abwehrsystem entwickeln auch. Komm, bisschen flotter jetzt hier die Kanonen. Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. Der Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Die Tore sind gefallen! Die Tore sind gefallen! Ja, gefallen sind sie nicht, die sind... die haben ein Loch in der Wand und dann haben sie sich automatisch hochgezogen. Ja, das ist gar nicht mal so verkehrt, was ich kann wieder machen. Die hat die Türme da oben nochmal bewandt, damit sie runterschießen. Eigentlich nicht schlecht. Ach, ich habe ja überlegt. Wie schlecht sind meine Einheiten eigentlich? Na los, auf die Tribok-Besatzung! Sie sind die gefährlichsten! Ausgezeichnet! Unsere Männer haben die Kontrolle über die Burg erlangt! Yay! Ja, die Verstärkung kommt gleich, also ihr müsst doch nicht lange ausholen. Ihr könnt eigentlich so eine geile Formation noch annehmen. Ein Igel! Ist jetzt mein Bauplatz, nicht deiner. Verflucht! Unsere Männer haben das Kommando über die Burg verloren. Ja, die holen uns gleich wieder. Es kommt gleich wieder der Angriff von hinten. Ja, die metzeln sich dadurch, weil... Also die sind schon nicht schlecht, die... Bist du mit ihren helle Barten. Aber halten die nicht falsch. Ja gut, die hauen gerade mit den Hammer zu, damit die Schild einfach... Ja, wegbrechen. Aber mit der Axt wäre es doch auch schön. Schön die scharfe Seite. Vor allem gegen die. Die haben kein Messer. Ja, Damage des Todes wahrscheinlich. Ich glaube, sie machen auch ein Damage unsere oder so. Männer haben die Kontrolle ein über die Burg Stärke, erlangt. Verflucht. Sind halt nur wirklich unsere reine Männer Krieger. Haben das Kommando über die Burg verloren. Die 5 Meter von ihrem Land zum nächsten Land gepilgert sind, um da Krieg zu in die ungläubigen Kreuzfahrerstädte. Ja, Frankreich ist vom Weg auch gekommen. Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Aber unsere Männer gewinnen die Schlacht. Glaub nicht, ja, wer den Kreuzzug angeführt hat. Weil so bittet man ja dem Pop. Der Pop macht das ja nicht freiwillig. Haben das Kommando sondern er wird ja gebittet. Ein Kreuzzug zu machen, also muss irgendeine Fraktion, ja, wahrscheinlich England. England wird es bestimmt gewesen sein.
Ja, General, geh mal nicht so weit hin, ich dachte, du auch noch stirbst. Muss ja jetzt auch nur sein, dass du verreckst. Ja, die wären die noch tapfer. Sogar Elite-Kämpfer. Hey, unsere Beste. Da ist er schon mal ein Mann. Marschier mal. Was haben wir denn verloren? Helga? Okay. Hey, die Kavallerie haben wir verloren. Die wir angeheult haben, also wäre sie noch im Gefecht so oder so weg. Das sind eigentlich nur meine eigenen Einheiten wichtig, die ich brauche. Die sollten sie mir egal, weil die müssen sowieso immer auf unnötiges abgeben. Man kann sie sowieso wieder schnell looten. Ist ja halt auch der Sinn von den Söldnern. Gell? Mit einer fetten Plattenrüstung. Rumps. High-End-Animationen. Ey, was machst du hier? Ich hab mir gerade die Animation angucken und du kommst rein ins Bild. Haha. Was geschieht dir davon? Boah. Voll in die Fresse. Ah ja, der hat ihn abgestochen und hier schirmt er. Ja, die Kabine geht schnell down bei denen. Also, wir haben hier die 6-7 tapferen Krieger. Jetzt kommt wieder so ein Kaklus. Ja, 7 tapfere französische Soldaten kämpfen um ihr Überleben. 5 tapfere Soldaten kämpfen um ihr Überleben. 4, 3, 8. Ah, sie werden zurückgedrängt. Und da war es nur noch einer. Wird er sich noch wehren? Momentan kämpfen wir ja nur gegen die Pilger. Der Pilger hat ihn abgestochen, wie ein abgestochener. Das ist ein klarer Sieg, wie ihn nur Männer von großer Tugend und Tapferkeit erringen. Muss ich sagen. Oh naja, das ist ja bei den Belagerungen üblich. Aber wir hätten es auch ohne die Verstärkung geschafft. So viel kann man auch schon sagen. Oh, und hier, das sind die schwulen Engländer. Lobet den Herrn. Siedlung besetzt. Er hat uns gerettet. Yay, wir haben Französisch. Wir sind Frankreich. Dort können wir, haben 2000 Okkulten und 18 Einheiten haben Erfahrungsbonus erhalten. Befehle? So, wir kosten die eigentlich einen Upkeep. Auch nicht mehr. Wirklich. Naja, egal. Eure Majestät. Tschüss. Ja. Ah, schon. Ja, hier muss man sich ja noch einzeln anwählen. Auch wenn ich jetzt alle auswähle und wegschicke. Die haben sie den Knüppel in der Hand. Warum habt ihr den Knüppel nicht? Ah, ich will dazu nichts sagen. Dazu will ich nichts sagen. Fortbildung. Keine Reparatur. Was haben wir denn hier? Eine Meistergilde. Ah. Da war wohl jemand fleißig in Toulouse. Eure Majestät. Eigentlich hätte ich euch da lassen ziehen können, wir nicht, ne? Weiter. Ja. Und wie geht's euch? Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. So, und die können jetzt wir immer können nur so einen kleinen Radius, nämlich schwimmen. Und ich glaube, ich muss weiter noch. Eure Befehle. Weiter kommen wir heute nicht, mein Herr. Nee, kommen wir nicht weiter. Dänemark, was willst du eigentlich von mir? Sag es, wenn du was willst. Schade, dass ich noch keinen Kreuzzug anfechten darf. Korn? Nee, ich bin gerade eigentlich zufrieden mit meinem kleinen Provinzchen hier in Frankreich. Ja, volle Segel. Ja, haben wir wenigstens ein bisschen was. Wie würde es eigentlich aussehen, wenn wir den Eure jetzt Majestät, wie ihr wünscht, wir bescheuert. Greifen an. Er hat eigentlich scheiße Einheiten. Also die gelben Mongolen sind scheiße, die lieben Mongolen sind halt stark. Dafür hat er nur 2.
Nein, dafür hat er Raketenwerfer, Triebocke. Oder für diese Scheiß-Einheiten. Ja, das könnte man abwehren, wenn der angreift. Und ich hoffe, die Timuriten geben den auch ordentlich auf den Sock. So richtig schön durchnudeln sollten sie sie. Dann wieder in die andere rückwärts gehen, weil sonst kommen sie mir wieder zu nah. Das will ich auch nicht. War schon stressig genug gegen die Mongolen und ist immer noch stressig. Eine Armeekaserne könnte ich ja noch bauen. Bringt mir das was Neues? Eigentlich nicht. Eigentlich ja nicht. Schau dir die Militärakademie da unten. Ich hoffe, dass ich da hier in Kairo Pikiniere bauen könnte. Aber es geht ja nicht. Du hast schlechte Beliebtheit. Oh, kriegst eine Herberge. Der Tag gehört uns, Herr. Der Feind ist der besiegt. Sieg. Alles klar. Kampf um Kairo. Werden wir aber im nächsten Part sehen. Ich sag dann bis dann und ciao.